Zum 300. Geburtsjubiläum Maria Theresias möchte das MAK in Andenken an diese historische Persönlichkeit ein Objekt aus der Sammlung präsentieren, das mit ihr in Verbindung gebracht werden kann, nämlich eine Kinderwiege. Von dieser Kinderwiege hat sich leider nur eine Volute erhalten, der Rest ging im Zweiten Weltkrieg verloren. Aus dem Möbelarchiv wissen wir, dass die Wiege in Nussbaumholz ausgeführt wurde. An den Innenseiten und Außenseiten der Wiege sehen wir die Maserung des Furnierholzes. An den Außenseiten wurden Intarsien eingelegt aus Holz und Metall. Durch die homogene Gestaltung der Wiege sowie der Akanthusornamente können wir die Wiege um 1720 datieren. Eine Besonderheit der Wiege stellen nun die vier Voluten dar, von denen sich, wie schon eingangs erwähnt, eine erhalten hat. Die Volute wird bekrönt von einem Engelskopf, der wiederum den Erzherzogshut trägt. Daran angeschlossen erkennen wir auf dem Foto das österreichische Bindenschild. Eine weitere Besonderheit der Wiege sind die beiden Metallintarsien an den Innenseiten der Wiege, die auf der einen Seite das Wort Maria und auf der anderen Seite das Christusmonogramm IHS bilden. Aufgrund der Datierung um 1720 der österreichischen Erzherzogshüte und der österreichischen Bindenschilde vermutet man, dass es sich hierbei um die Wiege Maria Theresias handelt, die 1717 geboren wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Wiege zum Schutz vor Bombentreffern in das Außendepot Schloss Sonnberg ausgelagert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs quartierten sich russische Soldaten in das Schloss ein. Dabei kam es zu Beschädigungen und Zerstörungen von Kunstgegenständen. Unter anderem kam es auch gleichzeitig zu Plünderungen durch die heimische Bevölkerung. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden sukzessive die Möbel in das Museum zurücktransportiert, dabei Schäden dokumentiert und 30 Objekte als Kriegsverluste abgeschrieben, darunter leider auch die Wiege. Wo sich der Rest befindet, kann nicht mehr rekonstruiert werden.